Hallo liebe Zuschauer, mein heutiger Ausflug führt mich in den Norden Berlins, hier nach Wittenau, genau genommen nach Weidmannslust, zu diesem Dolmen. Dieser Dolmen ist allerdings eine originalgetreue Rekonstruktion eines im 19. Jahrhundert in dieser Gegend befindlichen Dolmes. Er wurde in der Zeit zwischen 1924 und 1930 hier aufgestellt. Hier gibt es fantastische Wanderwege und eine märchenhafte Natur. Die Wander- und Radwege sind ausgeschildert und notfalls gibt es auch eine Karte. Auf diesen märchenhaften Wanderwegen kann man sehr schön vom Großstadtlärm und Stress entspannen. Abseits der gekennzeichneten Wege gibt es ausreichend Lebensraum für alle Lebewesen. Nicht nur die große rote Waldameise ist hier beheimatet, auch zahlreiche Vögel wie der Eichelhäher, der Specht, Buntspecht. Die ursprüngliche und naturbelassene Umgebung bietet zahlreichen Lebensformen Platz, wie auch hier den sehr schön zu sehenden Beutenkäfer. Auch sehr viele Pilze.
Schwarzwild, denn ich habe vorhin ein paar Uferspuren gesehen. Hier haben Wildschweine gewühlt. Ja, die kann man ja auch. Aber die sind scheu. Die rennen eher weg, wenn sie Menschen sehen. Es sei denn, es ist gerade Frischlingszeit. Da sollte man sich dann doch schon etwas in Acht nehmen. Und hier nochmal zum Abschluss. Der Eingang einer Mausratte? Ratte, Maus dann eher wohl. Maus, Spitzmaus, Waldmaus. Was für eine Maus, das wissen wir jetzt im Moment nicht. Denn hier rundherum sind keine Hinweise zu finden, auf welche Art. So hoch trägt der Wind natürlich auch unseren Plastikmüll. In den letzten Tagen war es ja sehr stürmisch und jetzt seht euch an, was passiert.
Oh, erstmal kurz ein Test hier. Test. Ich trete mal hier kurz vor die Kamera. Das hat hier nämlich ein bisschen geschwächelt. Ich lade erstmal und probiere mal, ob das während des Ladens auch noch funktioniert. Das war meine Sorge und das teste ich jetzt mal. Luisa.